Wie gehst du mit Druck um? Druck zum Beispiel, wenn du Druck hast. Oder machst du dir selber vielleicht in manchen Dingen Druck? Achtung, Druck! Jemand hat mir erzählt, er ist in seinem Unternehmen nicht gut zurechtgekommen und er hat sich Hilfe geholt. Und diese Hilfe, in dem Fall war es eine Beratung, der hat zu ihm gesagt, hey, du musst den Druck erhöhen, so wird das nichts. Es gibt ein ganz einfaches Naturgesetz. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Immer, immer. Und wenn wir irgendwo Druck machen, dann bekommen wir von einer, vielleicht von direkt von dieser Seite oder von einer anderen Seite, unmittelbar Gegendruck. Ist es das, was wir wollen, oder ist es einfach nur das Unverständnis, was Druck auslöst? Und ich bin wirklich erstaunt und oft sehr entsetzt, was ich im Business sehe. Ich mache ja Business Coaching seit vielen, vielen Jahren. Und was ich da oft sehe, das ist unglaublich. Was da für ein Druck im Spiel ist. Und wehe, wehe, man verwendet ein anderes Prinzip, eine andere Herangehensweise. Und das erlebe ich schon so viele Jahre. Dann wird es auf einmal leicht, dann fließen die Dinge, dann kommen Dinge, die hätte man gar nicht auf dem Schirm gehabt. Es wird viel besser als gedacht. Und das passiert niemals mit Druck. Nie, gar nie. Und wenn man selber in einer Drucksituation ist, dann kann es sein, dass etwas heranreift oder herausreift, wie im Kokon der Schmetterling eben. Oder in der Natur gibt es auch oft so Entwicklungssituationen, wo unter Druck etwas entsteht. Aber wenn wir selber zusätzlich Druck machen, dann ist das in 99,99% der Fällen meistens kontraproduktiv. Frage dich immer, wenn du irgendetwas machst, habe ich vielleicht zu viel Druck im Spiel, im Verkauf, im Job, im Business oder wenn du etwas suchst. Sehr oft ist zu viel Druck im Spiel. Und wenn du es leicht haben möchtest, dann komm gerne bei mir herein. Du findest unten einen Link, da kannst du dich anmelden zum Powerkick zum Wochenstart und da bekommst du immer wieder Einladungen für Webinare für Businessbereiche oder mentale Power zum Beispiel. Auch bei Menschen im Privatleben ist so viel Druck jetzt im Spiel. Und wenn wir diesen erhöhen, dann wird es nur schlecht. Dann wird es nicht gut, dann wird es nur schlecht. Und das ist bei vielen Menschen jetzt so. Wir müssen jetzt eine Möglichkeit finden, und die findest du, wenn du bei mir hereinkommst. Du findest Möglichkeiten, mentale Power aufzubauen und im Business deine Themen, wie auch immer, leicht anzugehen und die leicht zu lösen. Warum kann ich das sagen? Weil ich es seit vielen, vielen Jahren erlebe und meine Kunden gleich mit. Achte immer darauf. Und wenn dir jemand sagt, du musst den Druck erhöhen, dann geh bitte weit, weit, weit. Aber in genau die andere Richtung, wo diese Person ist. Lass dir niemals einreden, dass Druck der richtige Weg ist. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, wie es leichter geht. Haben wir das in der Schule gelernt? Hast recht. Nein, haben wir nicht. Ist das eine Ausrede, dass wir jetzt sagen, okay, hab's nie gelernt, kann's nicht, werd's nicht machen. Wir können es jetzt machen. Jetzt. Und das sind einfache Möglichkeiten, einfache Herangehensweisen. Whatever. Mach niemals Druck. Druck ist immer der falsche Weg, ist immer kontraproduktiv. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Immer.